Wir sind auf der IFA unterwegs und ich stehe hier gerade am Eufy-Stand und vor mir habe ich den Omni S1 Pro Wischsauger mit All-in-One-Station. Was hier an diesem Gerät neu ist, ist, dass eine Wischrolle verbaut wurde, die sich selbst reinigt. Also das heißt, der Roboter muss nicht unbedingt zur Station zurückkehren, sondern währenddessen, dass er wischt, wird die Rolle automatisch gereinigt und gibt immer frisches Wasser nach und nimmt das Dreckige auf. Eine weitere Besonderheit ist die Ozone-Technologie, aber später dazu mehr. Außerdem hat der Roboter einen LiDAR-Sensor verbaut, der nicht nur optische Bilder aufzeichnet, sondern eine Live-Umgebung erstellt, um die Hindernisse genauer zu erkennen, auch wenn kein Licht vorhanden ist. Außerdem hat die All-in-One-Station sogar ein Touch-Display verbaut, worüber du den Roboter quasi steuern kannst und ihm Befehle geben kannst, was gerade gut ist, wenn zum Beispiel deine Eltern vorbeikommen und nicht unbedingt die App haben. Und hier sehen wir die Ozone-Technik mal in Action, denn hier wird das Frischwasser direkt im Tank desinfiziert, damit nahezu keine Bakterien mehr vorhanden sind. Außerdem wurde frisch auf der IFA der kleine Bruder des S1 Pro vorgestellt, und zwar der Omni S1. Ja, der hat ein paar weniger Funktionen, wie zum Beispiel eine abgespeckte Kamera und keine vorhandene Ozone-Technologie und auch kein Display. Aber dadurch kommst du mit diesem Modell etwas günstiger davon. Alles in allem zwei spannende Eufy-Produkte, die wir uns auf jeden Fall nochmal genauer anschauen werden. Wir schauen uns jetzt erstmal noch auf der IFA um. Deswegen ciao und bis zum nächsten Mal.